Hallo und herzlich willkommen zu einem, sagen wir mal, Kurz-Kurz-Projekt. Und zwar möchte ich mit diesem Let's Play Trial Warhammer Online einfach auch die Herkunft meines Nicknames Wundenpriesterin klären. Da steht zum Beispiel schon mal, wir spielen nämlich eine Wundenpriesterin. Und ich flausche hier gerade mit meinem riesigen Tigerstofftier rum, weil der so weich ist. Oh, schön. Ja, wir betreten jetzt die Welt und warten einfach mal einen Moment ab. Lange Wartezeit ist lang. Vielleicht sollte ich die rausschneiden. Das ist aber so schöne Musik. Ah, gut, wir sind da. Übertrage Daten. Bitte warten. Kann eine Minute dauern. Ja, willkommen zurück, Marita. Einige Änderungen sind das letzte Mal passiert. Offene RVR, Ruffertigkeiten, Sklaven, ORVR, Gegenstände, Stadtbelagerung, Gegenstände können nur nicht aussehen, anpassen. Ich meine, das hatte ich noch mitgekriegt, als ich das damals ganz offen gespielt habe. The forces of order stand assembled in defense of the Empire, hoping to keep the invaders from the north at bay. Men, dwarfs, and high elves, staunch allies in these dark times, unite in the village of Grimmenhagen as they wait for the hammer to fall. The time has come when this grand alliance will be tested in the fires of battle, and you along with it. Okay, danke. Ja, natürlich ist dies ein Testkonto, weil ich habe lustige Grafikfehler. Nein, halt die Klappe. Nein! Ach, das halt die Klappe. Halt die Klappe. Okay. Also, irgendwas wollte ich sagen. Ach genau, Testkonto, weil ich habe gar kein Geld, um mir... Also ich habe gerade kein Geld, um überhaupt richtig zu spielen. Und ich hatte meinen Hauptaccount mit einem 38er Runenpriesterin. Und hey, wir drehen uns hier fröhlich vor sich hin und fangen auch gleich mal an, weil ich will mich jetzt groß nicht mit... Also es ist ein Spiel, das kann man wirklich nur empfehlen. Und willst du nicht mit mir reden, oder? At long last, you've been offered a halt die Klappe. Ja, natürlich. Es ist wie jedes andere Rollenspiel, nur dass ich gerade nicht weiß, wie ich hier mein Questlogbuch öffne. Das war, glaube ich, im Wälzer des Wissens. Quests. Neuer Rekrut. Wir sollen mit Samuel Vögelsang... Also, die haben ja natürlich Namen und das war mit Rechtsklick ansprechen, ja. Safe travels. Okay, jetzt müssen wir halt die Fresse. These are a few things you might want to know before you wade into the thick of battle. Wir sollen drei Chaos-Barbaren töten, sehen wir hier. So, einmal zur Runenpriesterin. Schlicht und einfach, warum die mich so überzeugt hat und warum die so grimmig guckt. Na, letzteres kann ich nicht beantworten, aber... Und zwar hat sie hier vier Fähigkeiten. Eine Grundfähigkeit fliehen, das heißt wir rennen. Eine gewisse Zeit lang. Dann haben wir Rune des Anschlags, ein Elementarschaden, Elgrucknis Geschenk, ein Heilzauber und Rune des Brechens. Das ist die, die ist neu eingeführt worden und nein, böse Rune. Egal, und zwar, früher musste sich der Runenpriester zwischen Willenskraft, also aka Heilung und Schaden, aka... lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr. Intelligenz entscheiden. Und mit dieser Rune wird eben die Hälfte der Willenskraft von Gegenständen zu Intelligenz umgewandelt. Das heißt, er macht mehr Schaden. Also so, dass er sowohl auf Hauptkeiler eben umgezogen werden kann, aber trotzdem eben Schaden machen kann. Und wenn ich die jetzt eben aktiv habe, wie jetzt, mir leuchten nur die Hände so lustig, mache ich eben mehr Schaden, ja. Und da ist auch schon gleich die erste Chaos-Barbar und wie wir gelernt haben, ist das unser Schaden und da hauen wir jetzt einfach drauf und weil der Anfang scheiße easy ist, ist es kein Problem. So, zum Testkonto, so. Also da jetzt was bei? Ja, 5 Kupfermünzen. Und zwar,
Nee, das sind Fackelträger. Ich brauche Barbaren. Da ist einer. Und zwar gilt der bis Level 10. Das heißt deswegen einfach ein schönes, kleines Kurzprojekt. Gilt nur auf der ersten Map. Und einfach nur, um euch zu zeigen, wo eigentlich mein Name herkommt. Also, vor allem, um euch dieses Spiel näher zu bringen. Das ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich sagen könnte, dass ich dieses Spiel einfach liebe. Und das war auch nur die erste Quest. Ich finde es bei weitem schöner als Perfect World, kostet aber 13 Euro für einen Monat. Und ja, Wolfs und Schafspelz, ja, ich möchte gerne diesen Armreif. Halt die Klappe! Nein! Daneben geklickt. Mann, ist das klein. Ja, jetzt haben wir hier, Armreifen bekommen, ne? Nee! Ja, dann latschen wir jetzt da hinten zu Lamrik. Ich glaube, als ich das erste Mal den gespielt habe, habe ich den wie bescheuert gesucht. Mit seinem fetten Hund. Feuer und Flamme, ja, ich mach was immer du willst. Immer. Gerne. Natürlich. Weil ich es kann. Und jetzt müssen wir drei Fackelträger töten. Das sind diese Helden da hinten. Zack. Und dann einfach die Tür gleich aufmachen. Hat alles am Anfang ziemlich lange gedauert, um dahinter zu kommen. Einfach, weil man das Spiel damals nicht kannte. Und Tür. Hallo, Dorfbewohner. Und in 3 Sekunden wirst du eh wieder dahinter drin sein. Also, warum helfe ich dir eigentlich? Ist ja auch egal. Hier wird man eingeführt in das, was hier eigentlich los ist. Erkläre ich einfach mal, was hier eigentlich abgeht. Und zwar, wie diese eine nette englische Frauenstimme. Ich hatte die Originalversion auch mal, da war sie auf Deutsch. Da hat die erzählt, dass die Zerstörung, also die Bösen, bestehen aus den Orks, den Dunkelelfen und den Zerstörungen eben sich vereinigt haben, so gesehen gegen die Guten, das sind die Zwerge, die Elfen, die Hochelfen und die Menschen, ich glaube im Imperium. Grimhagen brennt, ja, schön für Grimhagen. Genau, kaufen Sie sich die Vollversion. Spricht mit Elisa Schmidt, die ist da oben Schmied. Ja, und hier fallen eben die Chaos-Leute in das Gebiet Nordland, also das der Menschen ein. Ich habe es nicht miterlebt, aber es gab früher mal diese hässlichen, nervigen Fragezeichen. Nein, dass die Zwerge tatsächlich auch in den Zwergengebieten angefangen haben und die Elfen in Elfen und nur die Menschen in Nordland, wurde aber letzten Endes zusammengelegt. Und ich verstehe nicht, warum so wenige dieses Spiel spielen. Das Spiel ist geil. Das PvP von dem Spiel ist super, werde ich vielleicht auch irgendwann mal reinschnüffeln. Und da ist die Schmidt. Schmied. Ja, wir können. Ja, ich möchte gerne diese Rune lernen. So, diese Rune der Opferung, die macht längeren Schaden, also Schaden über lange Zeit. Ja, Trainingskurs, ja. Ich hätte gerne diese Schuhe annehmen. Rabentodbringer, ich glaube, das ist mal die eine da hinten. Schuhe. Ja, und das. Habe ich schon wieder vergessen, wofür die gut sind, aber das schmeiße ich jetzt einfach mal da unten hin. Und zwar. Charakter. Nein, Wälze des Wissens, Quest, Gegenschlag. Folgen wir der Straße, benutzen die Kanonen. Genau, das zeige ich jetzt noch in diesem Part. Kanonen! Kanonen? Kanonen! Map! Kanonen! Kanonen! Ach, da oben. Also einmal rechts runter. In welche Richtung gucke ich? Welche Richtung ist rechts? Da lang. Glaube ich. Nein. Stopp. Halt. Halt. Ah, Weg. Ah. Ist es hier lang? Nicht richtig? Keine Ahnung. Map. Ja, da lang. Okay. Gott, wie ich mich hier gar nicht mehr auskenne. Wie viel gehen hier? Ich habe das Spiel schon da mit Hohenfristerin halb durch, ne? Also halb durch kann man zum Online-Spiel nicht sagen, aber schon ziemlich weit gespielt und mit mehreren Charakteren eigentlich auch schon durchgezockt. Muss ich nicht da hinten hin? Ich meine, da hinten wäre das mit allem möglichen, also ist für jeden was bei eigentlich, sofern er auf Rollenspiel MMORPG steht und
Oh, ich habe die Grafik so weit unten. Oh, eigentlich hat das Spiel so eine schöne Grafik, aber wenn ich jetzt aufnehme, das läuft jetzt schon ziemlich, naja, und mit voller Auflösung wird das nicht so gut laufen wie jetzt. Ja, das ist so geil. Mit Kanonen Leute abschießen. Boah, ja, Kanone, Kanone. Natürlich möchte ich in den Scharfschützenmodus gehen. So, Rabentodbringer, das sind diese hässlichen Dinger. Schön. Anvisieren. Feuer. Ups. So. Bitte sehr. Lala. Quest erledigt. Lalala. Jo. Ich denke mal. Oh, leck das. Das reicht für diesen Part. Tschüss.